Liebe Freunde, hier ist euer Steinmal. Willkommen zurück zu unseren Lübeckern. Der Suffkopf Gregor Gossler ist noch immer Bürgermeister mit 38. Bisher hat er seine Sache einigermaßen gut gemacht. Wir leben noch. Und wir sind sogar einigermaßen gesichert, denn wir haben jetzt einen recht starken Bündnispartner. Wobei 8000 Soldaten ist jetzt auch nicht die Welt. Ich meine, wir haben auch schon 7000. Da hatte ich mir von den Brandenburgern eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Nun gut, was ich das letzte Mal noch vergessen habe, wir werden hier auch in Ostfriesland mal unsere Einstellung auf neutral stellen, um keine Bündnisangebote zu bekommen und die ablehnen zu müssen. Aber eine Sache habe ich mir mal nachgeguckt. Es wäre tatsächlich möglich, Magdeburg ins Bündnis, also mit Magdeburg ein richtiges Bündnis zu machen, weil hier gibt es keine Überschneidung mit den Rivalitäten. Allerdings ist die Frage, ob das eigentlich sinnvoll ist. Denn ich meinte, im Defensivbündnis sind sie sowieso drin. Das heißt, es wäre ein Offensivpartner. Und für den müssten wir dann auch wieder Gefallen ausgeben. Und ja, ich weiß nicht, ob sie uns wirklich so viel helfen sollten. Also können sie uns selber noch in Schere reinbringen. Also ich glaube, ich lasse das. Ich lasse das mit Magdeburg als Bündnispartner. Wir behalten uns mal im Hinterkopf. Im Notfall können wir es ja anstreben. Vielleicht, warte mal, ich gucke mir das ganz kurz mal an. Ja, es wäre jetzt sogar jetzt schon möglich. Naja, behalten wir es im Hinterkopf. Okay, soweit dazu. Dann ist leider Folgendes passiert. Ihr habt es das letzte Mal erlebt. Es gibt ein Bündnis von Friesland mit Mecklenburg. Das heißt, unsere Bemühungen hier, die Friesen in die Handelsliga zu bekommen, die haben sich erledigt. Wir können die Sache stoppen und unseren Diplomaten zurückholen. So, jetzt lassen wir ihn mal nochmal zurückkommen. Genau. Jetzt denke ich, können wir auch gegen Sachsen-Lauenburg ein Embargo verhängen, was die hoffentlich schön trifft mit unserem großen Einfluss hier. Und jetzt ist die Frage, wollen wir es noch versuchen, weitere Leute in die Handelsliga zu bekommen? Das sind hier die potenziellen, die fallen hier alle raus, ist ganz klar. Hier, das wäre noch möglich, diese Gruppe. Wobei nicht bei allen. Eigentlich ist es nur wirklich sinnvoll hier in Frankfurt. Denn in Frankfurt ist der Handelseinfluss hoch. Ihr seht, es ist ein wichtiges Inlandshandelszentrum. Köln geht leider nicht, weil sie mehr Provinzen haben. Ansonsten ist was Interessantes nicht in Nähe. Das Problem ist aber, bei Frankfurt werden wir es wahrscheinlich nicht hinkriegen. Ne, sie sind bei minus 40. Hier sind wir jetzt? Ne, hier. Minus 42 sogar, wegen unserer Armeestärke. Aber wisst ihr was? Ich glaube, wir werden es perspektivisch einfach probieren, weil bei den anderen sieht es ein bisschen besser aus. Da sind sie zumindest bei minus 40 und teilweise, ja, haben wir es da ein bisschen einfacher wegen der Armeestärke, aber die anderen Provinzen sind eigentlich nicht wirklich der Rede wert. Also wir versuchen es mal. Vielleicht kann man ja was drehen hier. Mal schauen. Holen wir erstmal den Diplomaten wieder zurück und wir werden mal unsere Beziehung zur Reichsstadt Frankfurt verbessern. So, dann, was ich das letzte Mal vergessen habe, wir wollten ja Stabilität hier ausgeben, damit wir jetzt auf 2 sind. So, das reicht aber auch erstmal. Mehr brauchen wir hier nicht machen. Und ansonsten, denke ich, müssen wir ein bisschen Geld sparen. Denn als nächstes, ich denke, wir sind gut beraten, wenn wir jetzt bald dann doch in die nächste Technologiestufen hier gehen. Denn da kommen 2 interessante Gebäude für uns. Sowohl Marktplatz als auch Kirche ist wichtig für uns. Und dafür brauchen wir, glaube ich, jeweils 100 Gold. 200 Gold, das ist so in weiter Ferne, wenn ich mir anschaue, dass wir 1,6 im Monat bekommen. Aber gut, so ist das eben. Da müssen wir ein bisschen sparsam sein. Mal gucken. So, Bündnis akzeptiert Anhalt mit Bayern. Was haben wir hier? Burgund hat Provence den Krieg erklärt. Eroberung ist das Kriegsziel. Okay. Ja, als nächstes ist jetzt hier das Spionagenetzwerk in Wismar oder in Mecklenburg interessant. Was haben wir hier? Köln-Bündnis mit Lüttich, Magdeburg mit Hessen. Weil wir wollen unseren Anspruch auf Wismar haben. Aber was haben wir hier? Ausländische Intrigen. Wilde Gerüchte machen die Runde, dass unser Adel mit ausländischen Mächten integriert. Es gibt offenbar noch ein paar Adlige, die in der Stadt, oder vielleicht sind die Patrizier gemeint, bestimmte Patrizier. Die Hysterie nimmt zu, die Stimmung ist angsterfüllt. Das Volk verlangt, dass wir gegen die Verräter vorgehen. Doch weise Stimmen fordern, dass wir der Tradition der republikanischen Rechtsprechung
Vorrang geben sollten. Okay, wir können sie festsetzen und würden 34 Dukaten bekommen. Oder Gerechtigkeit steht über allem und wir würden Stabilität verlieren. Nee, Leute, das kommt mir eigentlich jetzt sogar ganz gut zu Pass. Wir hatten das gerade gesagt. Wir setzen sie fest, die Patrizier und ihr Vermögen mit ihnen. Das ist ganz gut. Sehr schön. Prima. Haben wir 77. Das ist erfreulich. Das ist fast dann das nächste Gebäude oder vielleicht ein Geschenk an Frankfurt, damit sie unserer Liga beitreten. Wäre auch eine Möglichkeit. Wobei, ich weiß nicht genau, dieses Geschenk hält ja, glaube ich, nur, ich glaube, 5 Jahre, bin ich ganz sicher. Braunschweig, Bündnis mit Ostfriesland. Okay, Bündnisse sind alle so lange kein Problem, solange sie nicht mit Lauenburg oder Mecklenburg stattfinden. Schottland, Bündnis mit Frankreich. Und Rivalitäten sind ein Problem. Ansonsten ist das alles erstmal okay. So, wir haben jetzt ausreichend für das Spionagenetzwerk. Und wir werden jetzt einen Anspruch fingieren auf Wismar. 25 Jahre haben wir den. Ich hoffe, bis dahin ist Brandenburg bereit, Stichwort Gefälligkeiten, mit uns in diesen Krieg zu führen. Denn die brauchen wir. Die brauchen wir absolut für diesen Krieg gegen Friesland, Werden und Sachsen-Lauenburg. Ja, kann man schon mal ein bisschen Hilfe gebrauchen, ne? 5 Werden wissen wir nicht. Na gut. Okay, wir haben den Kriegsgrund. Ja, wissen wir. Und jetzt ist die Frage, wollen wir? Nee, ich glaube, wir wollen jetzt erstmal nicht das Spionagenetzwerk weiter aufbauen, sondern wir wollen was machen mit unserem Diplomaten. Ich denke, wir sollten ein bisschen so allgemeine Naturbeziehungen verbessern hier. Überall. Wir könnten mit... Wobei die Sache hier eigentlich ziemlich gut ist. Wisst ihr was? Wir werden mal beim Kaiser ein bisschen uns in Erinnerung bringen. Einfach nur so. Wer weiß, wofür das mal gut sein könnte. Oder nein, eigentlich wäre noch was interessant. Ein Anspruch hier auch auf Lauenburg. Das wäre eigentlich genauso interessant. Ja, vielleicht kann man nämlich in diesem Krieg noch mehr rausschlagen. Nee, um Gottes Willen, den noch nicht. Hier den aus Wien müssen wir zurückschicken. Eine Woche braucht er. Und jetzt machen wir das Spionagenetzwerk in Lauenburg. Okay, 88. Sehr schön. Hier sind wir bei 43. Wir müssen hier auf jeden Fall auf das Maximum gehen. Bündnis wären sie dabei, aber hier... Ja, unser... Leider. Unsere Armeestärke ist zu gering. Wir können Frankfurt nicht beeindrucken. Kleve, Bündnis mit Braunschweig. Ich meine, wir können ein bisschen über den Durst, aber das wird, glaube ich, auch nicht ausreichen. Ich denke, wir könnten es mal mit einem Geschenk probieren. Wenn es dann soweit ist. 2 verdienen wir jetzt schon. Das ist aber freudig. 3,96, das ist wieder ein bisschen angestiegen. Sehr schön. Gut. 100 haben wir damit. Insofern könnten wir jetzt eigentlich unsere Macht aufsparen, wirklich, bis wir ausreichend haben, um die nächste Technologie zu bekommen. Aber was wir vielleicht in der Zwischenzeit mal machen sollten, einen General uns organisieren. Ehe wir das nachher vergessen und dann da auch die Technologie machen und dann blöd dastehen. So, also da haben wir durchaus Glück gehabt, muss ich mal sagen. Herbert von Düten kann sich sehen lassen. Also unsere beiden Leute sind gute Leute. Quatsch, jetzt bin ich ja in der Wie? Nee, alles klar. Jetzt hatte ich mich geirrt. So, hier, Herbert von Düten. Sehr schön. 104, hier sind wir bei 67 und wir haben einen Militäringenieur. Festungsverteidigung plus 20%, das ist natürlich was Feines. Aber können wir uns nicht leisten und brauchen wir ehrlich gesagt jetzt auch nicht so richtig. So, wie läuft hier eigentlich der Krieg zwischen Moskau und Nowgorod? Gar nicht so gut, wie man denken würde. Und ich hoffte ja so ein bisschen auf den Freiheitskampf der Schweden, aber die haben sich bisher zumindest dagegen entschieden. So, wartet, wir haben genügend Spionagemacht, um jetzt hier auch einen Anspruch auf Lauenburg zu erwirken.
Und den schicken wir nach Hause. Und jetzt vollziehen wir das, glaube ich mal. Und werden hier beim Kaiser die Beziehung verbessern. Okay, Kriegsgrund Eroberung. Also das wäre genauso möglich. Was hat Lauenburg eigentlich für Verbündete? Nur Mecklenburg. Aha. Insofern wäre es auch möglich. Man könnte dann auch Folgendes machen. Man könnte Lauenburg angreifen. Die holen Mecklenburg in den Krieg. Und dann machen wir erst einen Separatfrieden mit Mecklenburg. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Holen uns Wismar und mal sehen, was mit Rostock passiert. Und Lauenburg holen wir uns dann im nächsten Schritt. Das wäre echt eine Möglichkeit. Theoretisch, jetzt muss ich mal laut denken, Leute, theoretisch wäre das sogar jetzt schon möglich, meines Erachtens. Weil wir hier Brandenburg Land versprechen könnten. Das heißt aber, Brandenburg würde Rostock bekommen. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir das wollen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das wollen. Die Alternative ist eben halt, keine Ahnung, noch, weiß ich nicht, wie lange, 16, 18 Jahre warten, wie viel eingefallen habe. 18 Jahre warten. Das wäre die Alternative, dann können sie so mitmachen. Und wir würden ihn Rostock lassen und hoffen, dass die Rivalität verschwindet. Und wir vielleicht Rostock sogar irgendwann, also Mecklenburg, Rest Mecklenburg, uns mit denen befreunden können. Das wäre eine andere Alternative. Weil, na, obwohl der Handelseinfluss ist hier auch nicht so prall. Gar nicht so einfach, das jetzt zu entscheiden. So, Level 2 Meisterprediger, das brauchen wir gar nicht. Ja, jetzt haben wir so eine Phase, wo wir eher warten auf die nächsten Schritte. Aber was ist hier? Die neue Handelsforschung ist heretisch. Wir hatten Beschwerden von mehreren führenden Männern unseres Landes wegen den neuen Praktiken unserer Händler, die ihnen heretisch zu sein scheinen und wir sie stoppen sollten. Prestige oder Macht verlieren? Ah, Prestigeverlust, da komme ich ins Minus. Das gefällt mir eigentlich nicht. Ich glaube, wir müssen einfach mal stoppen. Machen wir das so. So, jetzt schauen wir hier nochmal auf Frankfurt, ob sich da irgendwas verbessert hat. Nein, 33, 42. Da ist kein Reinkommen. Wir werden bei 35, 42 landen. Nee, bei. Ja, doch, bei 35, 42. Oder noch ein bisschen mehr. Na, mal sehen, ob wir mit dem Geschenk da was reißen können. So, Sachsen-Lauenburg jetzt. Ah, leider auch noch ein Bündnis mit Pferden. Das macht die Sache jetzt gleich riskanter. Ist die Frage, ob die Brandenburger überhaupt mitmachen. Nee, halt, Leute. Dieser Plan geht gar nicht, den ich da entwickelt habe, weil ich nicht direkt, weil ich nicht, wenn ich Lauenburg direkt angreife. Wartet mal, wir holen mal den Diplomaten aus Österreich zurück. Wir probieren das mal. Wir schauen mal, wie das aussieht. Krieg erklären. So. Eroberung von Lauenburg. Ja, seht ihr? Und sie glauben uns nicht, weil wir ihnen jetzt, obwohl, warte mal, wir könnten Mecklenburg auch den Krieg erklären, aber das akzeptiert er nicht, weil er denkt, weil er nicht so weit mitdenken kann. Schade. Also eigentlich könnte man ja jetzt zu Brandenburg hingehen und sagen, lasst uns hier diesen Krieg machen, ihr kriegt Rostock und wir kriegen den Rest. Aber das kann man ihnen nicht mitteilen. Sie denken, dass es wirklich nur um Lauenburg geht und da das nur eine Provinz ist, kann man ihnen jetzt hier kein Land versprechen. Zumindest überzeugt sie das nicht. Insofern ist der ganze Plan, den ich entworfen habe, dass wir Lauenburg angreifen und dann von Wismar uns was nehmen, hinfällig. Wir müssen dann schon Mecklenburg selbst angreifen. Das würde tatsächlich jetzt auch schon gehen. So, und die Wahl. Die Wahl. Wir haben die Wahl zu treffen. Und jetzt ist die Frage, behalten wir ihn, dann bekommt er.
Jeweils plus 1. Wir verlieren republikanische Tradition weiter. Wir haben 92. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Oder wir bekommen halt hier einen, der nicht so tolle ist. Wisst ihr was? Ich glaube, wir lassen Gregor Gosler, unseren Suffkopf, noch mal ein bisschen dran. Immerhin bekommen wir auch noch Machtpunkte dafür. Wir machen das so. Es gibt neue Herrscher. Ah ja, in den verschiedenen Kaufmannsrepubliken wurde ebenso wie bei uns gewählt. So, wir gucken uns das mal an. 35, 36. Wir kommen hier vermutlich noch auf, 100, ja, auf 110. Ja, es reicht nicht. Unsere Armee ist zu knapp. Aber mal gucken, wie es ist mit dem Geschenk, wenn wir auf Maximum sind. Und ich bin mir nicht sicher, wie langfristig so ein Geschenk eigentlich... Was ist denn hier los, bitte? Brandenburgische Bauern? Okay, dann ist jetzt sowieso nicht an sowas zu denken. Oh nein, Admiral Dreyer ist tot. Das ist aber ärgerlich. Und wir können Baden Condottieri schicken. Das ist auch interessant. Gucken wir erstmal. Ich denke, wir brauchen auf jeden Fall einen aktiven Admiral. Müssen wir leider nochmal ausgeben. Der war so gut. Und jetzt haben wir eine ziemliche Nulpe, der uns aber beim Handel hilft immerhin. Schade drum. So, was machen wir denn hier? Baden. Was ist Baden? Ist ein Verteidigungskrieg gegen Elsass. Ist das ein komplizierter Krieg? Ist das ein komplizierter Krieg? Nein, da scheiden wahrscheinlich nur diese beiden. Okay. Die Frage ist, haben sie eigentlich das Geld dafür? Dann wäre das durchaus eine Möglichkeit. Oh nee. Nee, alles klar, sie haben gar nicht das Geld. Dann kommt das leider nicht in Frage. Also in so einem Krieg, ja, da hätten wir unsere 7000 Mann durchaus mal hinschicken können, um ein bisschen Geld in die Kasse zu bekommen. So, wir haben einen Diplomaten, der nichts zu tun hat, aber wir sind erstmal mit der Beziehungsverbesserung jetzt soweit. Wir werden den abberufen und jetzt werden wir mal gucken. In Frankfurt. Also 37, 42 sind genau 5. Wartet mal, wenn ich jetzt ein Geschenk mache. Verbessern wir um 16 für 25. Wir probieren das mal. Also vor allem probieren wir mal, wie lange, ob das, wenn das Geschenk, die Wirkung des Geschenkes nachlässt. Das reicht nicht. 41, 42, verdammt. Oh, wie ärgerlich. Das ist bitter. Das ist wirklich schade. Ja, wir müssten eine große Armee haben, können wir uns leider nicht leisten. Schade. Schade, 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 schade. So, Litauen akzeptiert Condottieri von deutschen Orden. Das war ein netter Versuch. Hat aber nicht geklappt. So, hier müssen wir ihnen helfen, hier gegen die Bauern. Es wäre ja cool, wenn sie das als uns als Gefallen ansehen würden, wenn wir ihnen hier helfen würden. Aber ich fürchte, ich glaube, das funktioniert nicht. Ehrlich gesagt, wir könnten es mal ausprobieren, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Wir müssen dafür natürlich hier unser... Ach, wisst ihr was? Wir helfen unseren Verbündeten. Er muss ja irgendwie handlungsfähig bleiben. Dazu müssen wir natürlich... Die Prignitz ist schon erobert. Ja klar, ist ja auch keine Festung, aber hier... Oh! Hat er doch... Oh, er hat seine Garde, das hatte ich gar nicht gesehen. Die hat er doch schnell wieder hingekriegt. Ja, dann hat sich das wahrscheinlich erledigt. Oder er verliert wieder. Ist ja unfassbar. Tatsächlich. Tatsächlich. So. Österreich-Warnung an Lothringen. Utrecht mit Dänemark. Wir sind schon bald auf Maximum. Müssen allerdings ein bisschen aufpassen. Wir kommen da sowieso nicht hin, oder? Wir bräuchten... Ja, okay. Dann hat sich die Sache jetzt eh erledigt. Wir kriegen mit Sicherheit keine Durchmarsch... Erlaubnis durch Mecklenburg. Aber warte mal. Nee, durch Lüneburg auch nicht. Durch Hamburg auch nicht. Wir kommen da nicht hin, Leute. Wir könnten höchstens durch Pommern marschieren. Das würde gehen, indem wir... Oh Gott, die ganz mühsam...
Ach, weißt du was? Wir probieren es einfach mal. Wir bitten mal um einen Militärzugang für eine Zeit. So, dann machen wir das, sind wir mal faul und machen, aktivieren wir das und dann. Okay, wir haben den Militärzugang. Und dann sollen sie uns da mal hinbringen, ja? So. Dann wollen wir mal sehen, was wir da reißen können. Ich bin mal gespannt. Ich habe das noch nie drauf geachtet oder ausprobiert. Ob das mit dem Gefallen vielleicht funktioniert. Kommt ihr zu uns? Oh Gott. Auch bei der Rebellenjagd. Das wäre eigentlich ein echt cooles Feature, würde ich mir wünschen. So, jetzt der. Der Reiter kommt noch. Den wollen wir natürlich noch abwarten. Oh, ihr hört schon mein Big Ben. Aber den Spaß wollen wir uns doch noch gönnen, oder? Wir haben noch nicht mal bei unserem Verbündeten Militärzugang. Das sollten wir uns auch noch holen. Jawohl. Und dann probieren wir mal unser Glück und helfen hier ein bisschen. Und schauen uns die Schlacht mal ein bisschen in Ruhe an. So, wir haben natürlich einen Malus, einen Geländemalus, aber ich hoffe, wir sind doch die Besseren und sie kommen natürlich hier gleich und unterstützen uns. Das ist logisch. Und jetzt sollten wir es doch mit aller Macht hinbekommen. Gemeinsam. Und diese Bauerntölpel erledigen. Ja, das ist gelungen. Sehr schön. Hat uns natürlich jetzt Leute gekostet. Und jetzt können wir hier die Belagerung vielleicht noch durchziehen. Und dann gucken wir mal, ob das irgendeine Auswirkung bei den Gefallen gehabt hat. Wir gehen mal hier. Wir warten mal noch die 100% ab. Er geht natürlich zurück nach Berlin, ganz klar. Lässt uns die Drecksarbeit machen. Okay, die Uckermark ist wieder befreit. Und jetzt gucke ich einfach mal, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Zwei, nee, das ist der normale Anstieg. Schade, schade, das wäre echt noch eine Verbesserung. Okay, aber es war mal ein Versuch wert. Außerdem, ja, auf jeden Fall rollenspielerisch sicher keine schlechte Sache. Wir werden auf dem gleichen Weg die dann wieder zurücktransportieren und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann, euer Steinballen.